Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg zockt. So, da fehlt gerade ein Zug, ich dachte, der TGW kommt nochmal. Ja, falsch gedacht. Aber wir sehen hier die Brücke und das Depot und da werden wir jetzt einen Zug kaufen hier für diese neue Strecke. Da hat es aber einen kleinen Fehler drin, wobei, ein Fehler. Wir hätten den Bahnhof natürlich ruhig größer bauen können, denn das hier wird so eine Art Treibstoffzentrale. Wir werden von hier aus auch noch nach da hinten gehen und so weiter. Aber jetzt gucken wir mal. Sonst bauen wir den Bahnhof einfach aus. Aufrüsten können wir den nicht mehr. Der hängt hier so in diesem Bereich des, ja, des, was ist das denn Schönes? Der Ölraffinerie. Das wird also eher schwierig. Gut, was aber nicht schwierig wird, ist Züge kaufen. Da machen wir jetzt gleich mal zwei recht lange, würde ich sagen. Wenn das hier die Zentrale wird, damit die da oben auch wirklich alle Treibstoff bekommen. Gut, auf ins Vergnügen, Züge kaufen. Wir haben die schnellen Lokomotiven, die schnellen Gleise. Das heißt, wir können wieder irgendwie eine Lokomotive kaufen, die 160 km/h macht. Wäre so die Grundidee. Mal gucken, ich scrolle jetzt schon mal prophylaktisch hier ganz weit runter. Wir gucken jetzt mal nicht explizit auf die Kosten, denn ab einem gewissen Vermögen lohnt es sich nämlich schon durchaus auch etwas zu investieren, ist ganz klar. 200, okay, das bringt nichts, da werden uns die Wagen bremsen. Ich glaube, die schnellsten Kesselwagen machen irgendwie 160. Deswegen komme ich auf diese 160, 120, 150. Wir kommen der Sache näher. 120, 177, die EMD, aber wir haben schon amerikanische. Ich würde gerne eine andere haben, die Weiße Lady kommt demnächst. 120. Ja, ist gar nicht so einfach einmal mehr. Hier muss doch irgendwo eine Lokomotive sein, die 160 macht. Kann ja wohl nicht sein. 120, 120. Tja, so viel zum Thema. 150, okay, wir nähern uns wieder. 100, 100, was haben wir hier? 90, jetzt wird es wieder ganz duster. Heiliges bisschen. Man müsste die halt auch irgendwie nach Tempo vielleicht noch. So, halt, da war doch eine. BR 111. 9 Millionen, okay. Deutsche Bundesbahn. Betrieb, sie wurden Personenverkehr. Regionalnahverkehr. Ah, ist halt, ja, ist halt einfach mal wieder keine Güterzuglok. Dann lassen wir das. Wir nehmen eine Güterzuglok. 160, 5 Millionen. Diesellok. Und die sieht doch eigentlich, ist das eine Diesel? Tatsächlich. Ja, ist ja egal. Dann haben wir die Oberleitungen für später mal gemacht. Das hier wäre der Stromer wahrscheinlich. BR-185, nee, das ist eine andere Lokomotive. Aber dann nehmen wir die. Die macht 160, die hat Power. Ja, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das ist auch eine Güterzuglok. Also, wir kaufen die, wir klonen dann. Dann kommen die Wagen. Und wir werden natürlich mitfahren, keine Frage. Ist eine neue Strecke. Warum fängt das jetzt hier unten an? Teilweise? Na, ist ja egal. Kommt da gerade noch was Neues, was wir brauchen? Moment. Oh, die schönen neuen Wagen, genau. Und Lokomotive. Ne, hier unten Triebwagen. Ah, eine ordentliche Liste. Sehr gut. Das werden wieder Wagen sein, die eher, ja, ich weiß nicht, Waren oder Güter transportieren. Wir werden uns das natürlich mal ansehen. So, hier haben wir die Kesselwagen. Wer macht hier 160 von euch? Irgendjemand macht das? Ja, mal gucken wer. Ich habe sie doch gesehen. Die hier vielleicht? Jawohl, 160. Okay. Ja, da machen wir Automatik, denn die sollen Rohöl transportieren und natürlich dann eben auch Treibstoff. Stimmt das? Ja, aber nicht der Fake-Wagen. Wir wollen den hier. Machen wir mal einmal, zweimal. Aha, hier nochmal. Okay. Einmal, zweimal. Die machen 120. Das heißt, die zwei Wagen hier, die werden es sein. Dann wechseln wir mit denen ein bisschen ab, damit das nach irgendwas aussieht. So, wie viele Wagen haben wir? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Wir haben gesagt, wir machen längere Wagen. Die können 18 transportieren, die 15. Dann nehmen wir zum Schluss hier nochmal den. Ich glaube, jetzt kommt der TGW. Links. Tatsächlich. Schönes Bild. Gut. Ja, das muss reichen. Gut. Und schon hat er nochmal auf Kaufen geklickt. Okay, jetzt haben wir hier einen längeren Zug. Wir doppeln den. Ja, das geht natürlich ins Geld.
23 Millionen hat er gekostet. Alles klar. Ich überlege gerade, ob wir nicht den Zugersatz auch gleich machen. Aber ich würde vorschlagen, lasst uns das doch so machen. Ich werde die im Off jeweils machen. Das ist relativ doof sonst. Sonst müssen wir bei jeder Linie den Fahrzeugersatz einstellen. Da muss man gleich nochmal alle Züge wählen. Das lassen wir mal. Ich werde so alle zwei, drei Folgen mal den Fahrzeugersatz automatisieren. Beziehungsweise der ist automatisiert. Ich werde den einrichten. So, Linie zuweisen. Das war Rohöl. Wenn ich mich nicht täusche, da unten. Sehr schön. Und jetzt soll der erste raus. Hier auf die Piste. Und der zweite. Ja, den ersten lassen wir fahren und den zweiten drehen wir. Dann sind die relativ gut auseinander dividiert. Das ist der Vorteil, wenn man das Depot... Ja, wir haben es zwar doch relativ nah hier, aber eigentlich wäre es sogar gut, wenn man das Depot in die Mitte der Strecke stellen würde. Dann, ja, und dann die drehen. Dann hat man einen gewissen Abstand. Das wäre vielleicht etwas, was man sich für die Zukunft merken könnte. Gut, lasst uns mal gucken. Der sieht doch relativ ordentlich aus, der Zug. Ja, eh schön halt mit wirklich vielen Wagen. Und die Wagen auch. Ja, die Texturen, das ist schon klasse. Dass sie ein bisschen alt aussehen. Ein bisschen schon gebraucht. Sehr nett. Gut, also du darfst fahren. Dann lassen wir den. Und du darfst raus, sobald der hier das erste Signal hinter sich hat. Das ist eh hier unten. Gut. Und dann drehen wir den. Dann kann der mal nach da hinten. Und dann fahren wir mit dem dann auch entsprechend mit. So, nochmal gucken. Schöne Strecke, nämlich hier mit See und so. Und dann auf der anderen Seite haben wir den Berg. Ist das schon ein Berg? Ja, zumindest ein Hügel. Gut. Jetzt machen wir hier mal ganz kurz ein bisschen schneller, damit wir wirklich auch die Fahrt genießen können und nachher noch was anderes machen können. Ich werde dann natürlich zum Fahren bei der Fahrt wieder auf Normaltempo stellen. Geht mir jetzt mehr darum, den zu drehen. Das dauert sonst ein bisschen ein Momentchen. Er muss hier aber natürlich mit dem letzten Wagen noch runter. Okay, einmal wenden. Dann machen wir wieder schnell. Und ab da hinten, wenn er dann im Bahnhof ist, werden wir zusteigen. Dann geht es ja gleich mal über die Brücke. Ja, und den Bahnhof hier, den werden wir halt dann tatsächlich noch ausbauen. Ganz klar. Beziehungsweise eben nicht ausbauen, sondern wir müssen mal gucken, wie können wir den neu bauen. Wir hätten hier auch noch ein bisschen Fläche, aber das ist ja hügelig. Das ist gar nicht so einfach. Naja, ist ja egal. Wir werden dann gucken, wenn es soweit ist. Jetzt fahren wir erstmal mit. Unsere neue Strecke. Einmal fett über die Brücke. Und dann geht es da hinten dann ja in den Tunnel rein. Hinten wieder raus. Und dann haben wir rechts den Fluss, beziehungsweise sogar den See. Und auf der linken Seite haben wir dann den Hügel. Oder den Berg. Je nachdem, je nach Definition, was ein Berg ist und was ein Hügel ist. So, bitte rechts fahren. Ach so, hier noch nicht. Okay, dann wechselt er hier vorne. Ja, macht er brav, bin ich beruhigt. Da vorne auf der Brücke sehen wir ordentlich Zugverkehr. Da wartet noch der neue Zug, der auf der Kuhsdorf-Linie ist. Kuhsdorf, das ja eigentlich Weißwasser heißt. Mittlerweile. Haben wir umbenannt. Und jetzt geht es hier ins Tunnel. Finde ich cool. Hier unten durch. Da belasten wir den Verkehr da oben nicht. Das ist eigentlich genau so, ja, wie es vernünftig ist. Dass wir da nicht auch noch mit den Zügen auch noch mal durchgehen. So, hier raus. Über diese Grafikbugs sehen wir jetzt mal hinweg. Das ist halb so tragisch. Ist ja ein Tunnel drin. Und jetzt hier. Ja, schöne Strecke. Wie gesagt, die werden wir wahrscheinlich irgendwie, wenn es irgendwie machbar ist, auch noch für eine Personenzugstrecke benutzen. Und müssen wir mal gucken, so eine Direktverbindung. Ohne dass wir da oben über Lechten gehen zum Beispiel, von hier unten kommt, könnten wir so da in das letzte Städtchen da oben. Wie hieß es gerade noch? Elbach, nee, da unten steht es ja, Leutenbach. Genau. 160 haben wir, sehr gut. Das klappt also schon mal bestens. Ab kurz in die Röhre. Ja, ist doch nett hier. Das habe ich gemeint, da mit rechts sehe. Oh, und da kommt schon der Kollege wieder entgegen. Cool. Dann sind wir, ich würde mal sagen, wir sind gar nicht schlecht, was so ungefähr die Mitte angeht. Dann
sind die auseinanderdividiert. Sehr nett. Gut, über die Brücke und ins Tunnel rein. Das finde ich immer wieder sehr, sehr schön. Ist halt ein bisschen schade, dass wir hier hinten beim See kein Städtchen haben. Das wäre natürlich auch noch cool gewesen. Dann hätte man das einfacher lösen können. Aber mein Gott, jetzt haben wir da keines. Jetzt werden wir uns damit abfinden. Und werden halt entsprechend was anderes konzipieren. So, jetzt müssen wir eh bald da sein, glaube ich. Und dann gucken wir mal, ob die zwei Züge reichen. Ob hier nicht vielleicht sogar noch ein dritter dazu muss. Aber ja, das geht dann dermaßen ins Geld. Da müssen wir aufpassen. Ich denke, wir bleiben mal vorerst zumindest bei diesen zwei Zügen. Da haben wir schon auch einen Takt. Einen vernünftigen. So, da ist der Bahnhof. Coole Strecke, gefällt mir. Passt. Und fast schon ein bisschen frech für eine Güterzugstrecke. Irgendwie. Gut, wir steigen mal aus. Und dann gucken wir mal, da blinkt schon wieder das Sägewerk. Natürlich, wer sonst? Das lassen wir blinken. Da haben wir mal geguckt. Das ist soweit eigentlich okay, das Ganze. Gut, jetzt müssen wir aber, damit diese Linie funktioniert, natürlich hier die Folgeerscheinungen auch noch machen. Das heißt, wir müssen hier, obwohl wir hier das Rohöl haben, müssen wir von hier dann den Treibstoff weiter transportieren. Da der Zug ja das Rohöl hier holt, nach da hinten fährt, da wird dann Treibstoff draus gemacht und dann bringt er den Treibstoff, deswegen eben die Automatik hier eingestellt, hierhin. Und wie machen wir das? Ja, das machen wir mit LKWs, das ist ja hier keine Entfernung. Und da vorne nach Lechten, da haben wir wieder eine riesen Anzeige an Passagieren, die da warten. Nach Lechten machen wir das auch mit LKWs, da werden wir hier die Straße aber noch entsprechend updaten. Gut, dann machen wir hier mal einen ordentlichen LKW-Ladeplatz hin. Den hätten wir hier. Was ist ordentlich? Ordentlich ist Two Lanes. Ich hätte gerne Four Lanes. Sollen wir den mal nehmen? Den haben wir, glaube ich, noch nicht. Der hat mir nicht so gefallen, weil da nichts draufsteht, sozusagen. Aber der ist natürlich mit seinen 10 Lanes doch relativ okay. Kriege ich den ein bisschen schöner hier noch hin? Parallel? Ja, genau so. Zack. Okay, eben. Ich denke mal, die Waren, die sieht man dann da drauf schon. Und sonst, wenn er uns dann gar nicht gefällt, dann machen wir einen anderen. Aber wir haben hier dann halt den Vorteil, dass hier auch wirklich ein paar LKWs rauf können, ohne dass sie sich gegenseitig verstopfen. So, wo muss Treibstoff hin, liebes Spiel? Ich bräuchte die Stadt, Leutenbach, Treibstoff. Zu den Arbeitsplätzen, also in den gelben Bereich. Das wäre hier hinten. Dann machen wir hier hinten. Ich weiß, man kann die Sachen auch an der Bushaltestelle abgeben. Das möchte ich aber eben eigentlich nicht machen. Mir gefallen LKW-Ladeplätze besser. Dann weiß ich mittlerweile noch, das bringt eigentlich nicht viel, wenn man den hier hinstellt und dann ein Haus abdeckt. Dann haben die hier anscheinend gar nichts. Das finde ich ist ein bisschen komisch gelöst. Das müsste doch so sein, dass wenn man hier ein Industrieding abhandelt, sozusagen bedient, dann, dass der Rest dann auch davon profitiert. Denn sonst hat man hier, ja, überleg mal, was das für einen Verkehr gibt hier. Wenn man für jedes, für jeden Gegenstand, für jede Ware im Prinzip noch eine LKW-Linie machen muss, die aussieht wie eine Buslinie, die hier hält, die hier hält, die hält dann noch hier hinten. Das finde ich ist ein bisschen übertrieben, aber okay. Wir machen jetzt mal das ganz einfach. Und zwar hier mit dem Ding hier. Das ist relativ klein, das nimmt keinen Platz. Und dann sehen wir decken hier doch einen ziemlichen Bereich ab. Und dann werden wir das mal im Auge behalten, ob das so funktioniert. Linie. Neu. Zack, von hier runter, da werden wir die Straße auch noch machen. Und dann wäre das Treibstoff. Unsere erste Treibstofflinie sozusagen. Ja, kennt ihr das Problem mit Heisenberg und seinem Mikro? Treibstoff Leutenbach. Bach. Stimmt das? Doch, das stimmt. Das nehmen wir. Gut. Ein Depot werden wir hier oben haben. Ich sehe es sogar schon. Guck mal an. Straßenfahrzeuge. Da brauchen wir natürlich wieder. Also nicht wieder, sondern wir brauchen Tanklaster. Autosave. Vielleicht kommt da noch was runter. Mal gucken, was. BR 143.
Das wäre vielleicht auch gerade eine Lok gewesen. Aber ja, das ist jetzt halt zu spät. Straßenfahrzeug kaufen. Da waren wir stehen geblieben. Kesselwagen. Getreide. Oha, okay. Dann müssen wir irgendwas hier unten nehmen. Hier haben wir doch einen. MAN. Genau, Rohöl, Öl, Treibstoff. Wir stellen hier Treibstoff ein. Nicht, dass er da unten das Rohöl aus irgendeinem Grund dann mitnimmt. Deswegen nicht die Automatik hier, sondern so. Und dann nehmen wir mal 1, 2, 3, 4, würde ich mal sagen. Und weisen die zu. Und dann machen wir gleich die andere Linie auch noch. Das wäre dann... Wo hatten wir es denn? Treibstoff wäre hier unten. Treibstoff Leutenbach. Hier blinkt mal wieder das Sägewerk. The never ending story. So, gut. Wir brauchen eigentlich die Linie nochmal kurz, damit ich weiß, welche Straßen ich genau updaten muss. Und da mir diese Farbe hier überhaupt nicht zusagt, machen wir ein Gelb draus. Dann machen wir kurz Pause. Nicht, dass uns das Spiel wegrennt. Und Straßen updaten. Das ging, glaube ich, mit dem Zauberstab. 70, 70, 100. 100 wäre okay. 6-spurig brauchen wir nicht. Wir machen mal 4-spurig. Geht sogar. Sehr schön. Hier geht es nicht wegen dem Bahnübergang. Okay, dann belassen wir das. Und hier geht es nicht wegen der Kreuzung. Das werden wir in dem Fall anders lösen mit dieser Kreuzung, würde ich mal vorschlagen. Ah doch, es geht. Guck mal, funktioniert sogar. Dann können wir es lassen. Aber uns wird wahrscheinlich schon noch die eine oder andere Kreuzung begegnen, die wir beackern müssen. Gut, die fahren dann hier rein, dann passt das. Dann brauchen wir hier eigentlich sowieso keine Verlängerung. Das ist die KI, die da rumdüst. Und in der Stadt drin? Ja, da brauchen wir eigentlich, würde ich mal sagen, nichts groß machen. Würde ich jetzt zumindest nicht. Die sollen hier halt so fahren wie alle anderen auch in der Stadt. Gut, das hätten wir. Was wir jetzt nicht haben, ist der Transport vom Treibstoff hier nach Lechten. Das nehmen wir jetzt mal schnell in Angriff. Das muss geladen werden. Wir können hier natürlich, wenn wir eh gerade da sind, auch mal... Ups, ich lasse mal wieder laufen. Sieht dann auch besser aus. Gucken, warum hat es hier so viele Leute? Irgendwie, hallo, danke. Ja, boah, okay. Das ist schon krass. Was das hier für Kapazitäten hat in den Städten drin. Müssen wir wahrscheinlich auch nochmal gucken, ob wir die Linien nochmal verstärken. Wir haben die zwar bereits verstärkt, aber das scheint nicht, scheint nicht genug gewesen zu sein. Da hinten unser Flughafen, der neue. Sehr schön. Und jetzt haben wir hier den gelben Bereich, die Industrie, die Arbeitsplätze eh genau hier. Der deckt hier diesen Bereich ab. Diesen hier unten nicht. Da haben wir wieder das, was ich, vorher gesagt habe. Ist halt ein bisschen doof. Ich möchte nicht die LKWs die einen hier hinschicken, die anderen hier hin. Das sind dann immer wieder unterschiedliche Linien, je nachdem. Oder sonst macht man eine Linie, dann laden sie hier alles ab und sind dann hier leer. Naja, gut, wir machen es so. Wir haben hier einen bestehenden LKW-Ladeplatz. Dann nutzen wir den auch. Also, das wäre eine neue Linie. Muss ein bisschen runter, die Performance leidet gerade ein bisschen. Es gab noch ein Update, wo auch die Performance anscheinend noch ein bisschen wieder besser ist. Das habe ich aber noch nicht. Das ist, glaube ich, nur für die Beta-Tester zuerst und wird in der kommenden Woche dann freigeschaltet, wenn es denn gut ist. Ich nehme es mal an, das ist gut. So, Treibstoff für Lechten. Schön. Treibstoff. Ja, wieso gucke ich nie zuerst oben? Treibstoff Lechten. So, da bin ich wieder. Kurzes Break. Sorry, mir hat die Aufnahme zerfleddert. Irgendwie bei 19 Minuten oder so. Ja, seht ihr ja, wenn er unten schnell guckt. Ich habe es dann gemerkt nach 34 Minuten. Ist ein bisschen doof. Kann ich jetzt aber leider nichts mehr machen. Ich weiß auch nicht warum. Zerfleddert hat es einfach. Das ist ja wohl eine Frechheit. Naja gut, halb so schlimm. Was ihr jetzt verpasst habt, ist eigentlich nicht viel. Ich weiß jetzt nicht haargenau, was wir alles schon gemacht haben. Aber wir haben hier die Linie nach Lechten gemacht. Genau, das war's. Und dann habe ich hier unten noch eine LKW-Linie gemacht nach Güps. Sieht man hier. Hier haben wir den LKW-Ladeplatz hingestellt. Dann haben wir die Straßen natürlich auch modifiziert. Hier mit Bahnübergang und so weiter. Hier neu gebaut. Das musste ich neu bauen. Da waren wir am Depot dran. Jetzt sehe ich gerade, guck mal, was noch fehlt. Da haben wir hier doch noch was zu bauen. Das musste ich neu machen.
Aber gut, ja, das sieht man jetzt mal. Gut eigentlich, dass das so war, sonst hätte ich das nämlich vergessen, dass wir das abgerissen haben. So, dann haben die ihr Gleis auch wieder. Da war gerade nochmal der TGV. Sehr schön. Gut, das haben wir gemacht. Also das heißt, Gyps kommt jetzt auch in den Genuss von Treibstoff. Dann habe ich noch gesagt, dass wir hier noch weiter nach hier hinten gehen. Nach Annaberg und Co. mit dem Treibstoff. Und dass wir natürlich auch nach Hagermarsch gehen und noch über den Fluss rüber. Hier nach Weißwasser etc. Das werden wir alles auch noch machen. Dann habe ich aber gesagt, jetzt gehen wir mal nach Weißwasser. Denn Weißwasser, ja, wird hier ein bisschen fast vergessen vor lauter Lechten. Lechten hat Weißwasser ein bisschen den Rang abgelaufen. Und das ist eigentlich schade. Das stand auch in den Kommentaren. Deswegen verbinden wir Weißwasser jetzt hier mal noch hier hinten mit Bornstedt. Das ist ja unser Bergdörflein. Nee, ist nicht unser Bergdörflein, ist das Dörflein, das am Ende der Bergstrecke liegt. So muss ich sagen. Und da habe ich schon mal ein bisschen Gleis gelegt. Das ist jetzt nicht viel. Ich habe auch schon gesagt, dass ich hier die weiße Lady raufsetzen möchte und dass ich noch ein bisschen weiter möchte mit der Strecke. Ich wusste dann aber nicht genau, wohin. Denn hier von Weißwasser nach Wasserburg haben wir schon eine Linie. Vielleicht hier außen rum, nach hier unten. Wäre dann aber auch wieder irgendwie eine Konkurrenz. Wir müssen gucken, wo wir damit noch hingehen. Hier über den Fluss rüber macht auch nicht viel Sinn. Da haben wir auch eine Verbindung. Hier haben wir eine Verbindung. Wir schauen mal. Wir machen jetzt mal primär diese Strecke. Das Schöne daran auch, dass die Aufnahme abgestürzt ist, ist natürlich, dass wir jetzt hier noch vorankommen. Denn ich war eigentlich gerade dabei, Tschüss zu sagen. Aber das werden wir jetzt hier fertig bauen können. Dann sehen wir mit ein bisschen Glück unsere weiße Lady nämlich noch in Action. So, das kann ja hier nicht Ewigkeiten dauern, diese zwei Gleise nach Weißwasser zu bringen. Wir müssen dann halt gucken, wo gehen wir da in den Bahnhof rein. Und das jetzt hier vielleicht doch ein bisschen gebogen Richtung Straße. Ja, wäre glaube ich schöner wie so einfach geradeaus. Dann können wir hier sozusagen wieder zurückbiegen. Kostet dann ein bisschen was. Hier werden sie den Berg ein bisschen abtragen müssen. Ja, das ist okay. Gut. Und dann, ja, eben gucken, wohin, dass wir noch gehen könnten mit der weißen Lady. Das ist dann schon die Frage. Vielleicht sogar doch hier runter und dann in das, in dieses Gleis rein vom neuen Güterzug. Wenn der schon Spiel, wenn der schon so eine schöne Strecke hat, da dem Fluss und See entlang, das wäre doch eine Idee. Das könnte man natürlich machen. Die Frage ist, wie wirtschaftlich ist das? Bringt das was? Möchte irgendjemand hier aus, halt, wo war es hier hinten? Aus Bornstedt, hier nach, hier nach Weißwasser und dann da oben nach Leutenbach hieß es, glaube ich. Wissen wir nicht. Werden wir aber rausfinden. Hier haben wir ja schon ein Gleis. Das ist ja sehr schön. Da haben wir schon vorausgebaut. Da müssen wir aber gucken, ob wir das Gleis auch benutzen können. Ob das nicht schon belegt ist, irgendwie von allen Seiten aus. Wir gehen mal weiter. Ist ja nicht mehr weit. So, die 300 haben wir. Dann können wir das sogar da anlegen. Über uns ein Flugzeug. Sehr schön. Werden wir auch nochmal dazukommen. Es gibt noch, ja, neue Flugzeuge. Eine fette, fette Boeing. Die ist aber, glaube ich, auch sehr, sehr teuer. Aber ist natürlich schön. Das können wir uns alles in Ruhe dann mal noch ansehen. So, nochmal gucken. Jetzt sind wir ein bisschen zu weit hier unten. Da müssen wir vielleicht doch wieder in eine Kurve rein. Das würde uns dann Tempo kosten. Dann lassen wir das mal schön bleiben. Machen die Kurve ein bisschen später. Hier, der Flughafen. Den müssen wir auch mal noch ausbauen. Das ist dann ein Problem. Wenn wir jetzt hier natürlich mit dem Gleis durchgehen. Wir bauen es mal. Wenn wir jetzt die Kurve machen. Ja, da verlieren wir massiv an Tempo. Das ist nicht ideal. Vielleicht doch früher in eine Kurve rein und nachher hinten und dann hier oben rüber. Dann würden wir hier den Platz freilassen, dass wir hier den Bahnhof, den Flughafen noch ein bisschen ausbauen können. Aber wir werden den wahrscheinlich sowieso neu bauen müssen. Können wir den aufrüsten? Ich glaube nicht. Würde mich wundern. Nee. Gut, das hat aber noch andere Probleme. Da ist der ganze Bahnhof dort noch im Weg. Dann müssen wir mit dem Gleis, würde ich sagen, auch keine große Rücksicht nehmen. Das müssen wir anders lösen. Gut. Wenn wir jetzt hier raufgehen und dann da rein, dann, ja, dann müssen wir hier auch schon ordentlich bremsen. Aber es wird wohl nicht anders gehen. Das Gleis hier ist soweit, glaube ich, nicht schlecht. Ich würde sagen, wir gucken mal hier in den Bahnhof rein, was wir hier am besten nutzen.
Wir haben hier einen Zug. Wir haben hier einen. Wir haben eigentlich überall welche. Oh, oh, oh. Schön verteilt. Das Gleis hier, das hier, das wäre noch frei. Der Rest ist eigentlich belegt. Hier das Äußerste, das wäre auch noch frei. Da kommen wir wahrscheinlich nicht so einfach rein. Wir werden schon Probleme haben, hier in dieses Gleis reinzukommen. Aber das können wir mit Weichen etc. natürlich schon irgendwie lösen. Sollen wir das gleich mal versuchen? Wir gucken mal, wie kommen wir hier am besten raus. Also, das war dieses Gleis. Wir müssen erstmal hier rüber. Das würde schon mal klappen. Dann wären wir hier drin. Und dann müssen wir hier rüber. Das wird auch klappen. Ja, guck mal, sehr schön mit einer Kreuzung. Das ist schon eben, habe ich aber schon mal gesagt, was man nicht alles machen kann hier. Es ist sensationell. Weichentechnisch. So, hoffentlich läuft meine Aufnahme noch. Ich nehme das hier mal weg. Ich weiß, das würde ja gehen, aber es geht dann in die andere Richtung natürlich auch. Wir machen jetzt das Ganze ein bisschen enger, würde ich sagen. Da müssen wir da auch nicht so eine massive Kurve machen. Also, wir kommen hier rüber. Dann könnten wir hier unter der Brücke eigentlich schon mal Schwung holen. Und hier irgendwie in die Richtung. Gut, jetzt ist da das Gleis im Weg. Wenn wir es so machen, dann geht's. Wie ist das mit der Ausrichtung? Ist halt auch eine Kurve. Geht aber beim besten Willen da nicht anders. Ein bisschen Platz brauchen wir. Dann muss die gute weiße Lady hier halt ein bisschen bremsen. Wie sieht's aus, wenn wir es direkt verbinden? Hier, dann haben wir hier, ja, dann haben wir diese Bremse. Hier unten haben wir sie. Dann müssen wir das vielleicht doch nochmal neu machen, ein bisschen höher reinkommen. Denn das ist mir schlicht und einfach zu früh. Dass wir da das Tempo verlieren. So, hier nochmal. Weg damit. Hier auch. Und jetzt hier in eine Kurve rein, möglichst mit den 300. Das wäre dann so. Okay. Und jetzt hier so rüber und dann da rein. Mal gucken, was wir dann für ein Resultat haben. Wir haben das Resultat, dass das nicht funktioniert. Gut. Das ist halb so schlimm. Das liegt irgendwie an der Straße. Das werden wir richten können. So, wenn wir so rüber gehen, wir haben die 300. Okay, und jetzt nochmal den Test machen. Dann haben wir vielleicht die Bremse erst hier oben. Das wäre eigentlich die Idee. Da 150. Ja, das ist genau wie ich wollte. Dann haben wir hier die 300 und im Bahnhofsbereich da vorne. Da müssen wir dann bremsen. Gut, jetzt fehlt natürlich Gleis Number Duo noch. Wie machen wir denn das? Indem wir hier eine Weiche machen. Ne, Blödsinn, wir müssen da rein. Haben wir hier die Weiche rüber? Ne, die haben wir von dort. Das ist okay. Dann gehen wir hier noch. Wie machen wir denn das am besten? Wir könnten das natürlich so machen, dass wir hier noch rausgehen. Geht das? Natürlich geht das. Welche Frage? Die Frage ist eher, sind wir auf der richtigen Seite? Wo ist unser zweites Gleis? Ja, nee, ist natürlich genau auf der anderen Seite. Arg. Blöd. Da müssen wir hier nochmal... Ja, wir bauen da hinten nochmal neu. Wir machen das mal so. Das ist cool hier, denn das ist ein Bahnhof. Da darf es Weiche an Weiche haben. Das finde ich eh relativ nett. Hier werden wir dann terraforming technisch auch nochmal ein bisschen helfen. Das kann es ja so dann doch auch nicht sein. Gut, und reparieren das Ganze würde ich mal hier. Also reparieren, sprich auch mal kurz neu machen. Kostet halt immer Geld, ist klar. Aber jetzt müssen wir das Gleis mitnehmen, damit wir dann wirklich auch richtig liegen. Hier rüber. Ah, geht nicht. Müssen wir hier schon mal, wenn es geht, da rein. Das wird aber nicht gehen. Da ist doch die Straße sogar im Weg. Ja, ja, geht nicht. Okay. Müssen wir tatsächlich nochmal anders lösen. Wir nehmen das von hier mit. Ja. Aber richtig andocken, Herr Heisenberg. So. Richtig angedockt. Und schnapp. Und hier vorbei. Und dann passt das. Und jetzt hier. Halt, Moment. Hier rein. Dann haben wir da wieder die Bremse. Was habe ich denn jetzt wieder für einen Käse zusammengebaut? Nein! Das kann doch nicht so schwierig sein. Wir müssen ja nur ins richtige Gleis rein. Also, reißen Sie sich mal zusammen. Das ist das rechte Gleis. Mit diesem rechten Gleis wollen wir da rein. Und jetzt geht es nämlich auch, wenn wir es anders bauen. Dann haben wir immer noch 259. Das reicht.
Die weiße Lady macht keine 260. Das würde mich wundern. Sie ist schon schnell, aber so schnell ist sie nicht. Sie ist halt primär. Eigentlich sowieso schön. Das ist ihr Merkmal. Gut, passt. Dann kommen wir hier oben rein. Dann müsste das ja soweit klappen, dass wir da in dieses Gleis reingehen. Das müssen wir je nachdem mit einem Wegpunkt dann noch festlegen. Können wir hier eine Weiche machen? Ich würde mal sagen, ja. Hier oben. So, hier noch schnapp und rüber. Und dann klappt das sogar. Ach, es ging doch gerade. So, cool. Und hier hinten brauchen wir eigentlich keine. Da haben wir die Weichen im Bahnhof drin, dass er hier rüber kann. Und hier kann er ja gerade raus und dann dieses Gleis benutzen. Stimmt das, was ich hier sage? Wenn er hier rauskommt, dann möchte er ja aufs rechte Gleis. Das kann er hier. Er kann hier rüber und ist dann hier im rechten Gleis. Und wenn er reinfährt, dann macht er das so genau und bleibt einfach drauf. Das müsste eigentlich klappen. Gut, war nur die Linie. Dann sehen wir ja, was das Spiel dazu meint. Neue Linie wäre von ein bisschen runtergehen. Von hier hinten. Hier nach Weißwasser rein. So, wieder runtergehen. Ui, ruckel, ruckel. Ja, ist, wenn man die ganzen Linien offen hat, dann bräuchten wir eine Farbe, die wir erkennen. Die wir aber nicht schon 10-mal haben. Haben wir hier gelb? Nein. Versuchen wir das mal mit gelb. Okay, ist das das richtige Gleis? Nein, hier wollten wir, glaube ich, rein. Nochmal alle Linien. Genau, denn hier ist der orange Zug schon. Wir wollen das gelbe Gleis haben. Wir brauchen einen Wegpunkt. Schiene. Moment, Zug. Zug. Ne, doch nicht. Schiene. Ah, die Signale, genau, da war's. Mein Wegpunkt. Müssen wir ein bisschen scrollen, das geht ja aber zum Glück massiv schneller wie auch schon. Hier mit diesem System. Na, da ist er. Wohin damit? Ich würde mal sagen, hierhin. Und das wäre dann also vor Weißwasser, nach Bornstedt. Wollen wir hier rein. Gut, und dann macht er das nämlich auch. Jetzt macht er es aber tatsächlich nur eingleisig. Das müsste doch eigentlich zweigleisig auch funktionieren. Wenn wir ihm sagen, er soll auf dem Rückweg dieses Gleis benutzen, macht er dann das? Wir haben da hinten ja schon eine Weiche gemacht. Also das kann eigentlich nicht das Problem sein. Wir haben hier aber eh die Wegpunkte ja gerade griffbereit. Gucken wir mal, jetzt ist wahrscheinlich die Linie weg. Würde ich mal behaupten. Ne, jetzt geht's. Ist ja schon komisch, dass man das hier mit neuerdings dem Spiel sagen muss. Dass es zweigleisig fährt, wenn es kann. Es kann ja, sonst wäre jetzt die Linie nicht eingezeichnet. Naja, ist ja egal. Es klappt. Gut, also hier hinten. Genau, hier wird dann gewechselt. Hier geht es dann in dieses Gleis. Da kontrollieren wir auch. Das haben wir, das Gleis. Gut, jetzt hätten wir das soweit gemacht. Was wir jetzt halt nicht haben, ist hier eine Weiterführung der Strecke. Eben nach da unten oder nach hier hinten. Ich würde das mal offen lassen. Ich möchte zur Weißen Lady kommen. Ich möchte die noch sehen. Läuft meine Aufnahme noch? Ja. Gut, das wäre dann fürs Erste einfach mal... Ja, Regio. Wie haben wir denn die anderen Linien benannt? Das sind meistens irgendwie Interregio. Halt, ich muss nochmal zumachen. Damit ich hier mein L drücken kann. Die heißen Regio. Okay, wir nennen die Linie in dem Fall auch Regio. Nur sichtbar. Moment. So, das war dann die hier. Regio Bornstedt. Regio Born. Ich muss aufpassen. Ich glaube, ich habe vorher eben beim Anschreiben von irgendeiner Linie aus Versehen auf meinen Aufnahmeknopf gedrückt und somit die Aufnahme beendet. Das ist sehr clever. Ist mir auch noch nie passiert, aber ja, alles passiert irgendwann erstes Mal. Also weiß. Boah, und da hatte ich gerade ein übles Flimmern. Okay, das geht nicht. Aber Müllwasser geht. Müllwasser geht immer. Gut. Okay, die weiße Lady. Wir kommen. Ein Depot. Da haben wir ein Straßenfahrzeugdepot. Sonst haben wir hier nichts. Ist natürlich schnell gebaut. Oh, Moment. Die Signale fehlen ja noch. Das wäre natürlich auch noch hilfreich. Deswegen, ja, jetzt muss ich zurücknehmen, was ich vorhin sagte. Wenn wir natürlich die Signale noch nicht haben, dann ist es klar, dass es nicht zweigleisig funktioniert. Das ist ein Wegpunkt hier. Das müssen wir bleiben lassen.
Fahrtsignal. Also das lag nicht daran, beziehungsweise wir hätten den Wegpunkt wahrscheinlich gar nicht gebraucht, sondern wir hätten halt die Signale machen müssen. So, ging ein bisschen vergessen. Hier können wir wieder wunderbar Vorderstraße und hier. Dann haben wir hier nochmal eine ordentliche Strecke. So, nach da vorne, da können wir nochmal welche hinstellen. Bestens. Und, ach, da machen wir doch gleich nochmal welche. Der wird nicht massiv lang. So, und hier vorne dann sozusagen das Signal für die Bahnhofseinfahrt. Und das Gegensignal machen wir mit ordentlich Abstand hier hinten. Gut, eben die Wegpunkte hätten wir uns schenken können. Wir hätten einfach signalisieren müssen. Jetzt hier Weißwasser, da haben wir doch mit Sicherheit irgendwo ein Depot. Wir schauen mal. Nee, haben wir nicht. Wir haben allen Ernstes hier kein Depot. Das ist ja auch nicht schlecht. Also ein Zugdepot, meine ich natürlich. Sollen wir hier noch eins hinstellen? Würde schon passen. Wäre, ich meine, ich finde die einfach extrem schön. Von daher, vielleicht hier sogar neben den Bahnhof. Ich gucke mal, ob das hier hinpasst. Zug, Depot, zack. Wenn wir das jetzt hier drehen. Ja, da wird zu viel aufgeschüttet. Da ist die Straße noch im Weg. Und sonst sind wir zu nah am Gleis. Okay. Hier unter die Brücke geht's. Na, das ist ja echt tatsächlich. Das reicht. Na, dann machen wir das hier unter die Brücke. Das ist doch voll cool. Ich muss es nur schöner drehen können. Und dann gucken, ob das tatsächlich geht. Das geht tatsächlich. Ist ja der Hammer. Zack. Gut. Cool. Das gefällt mir ausgezeichnet. Es ist ein bisschen krumm, das Ganze. Ich möchte das nicht krumm haben. Da bin ich jetzt pingelig. Aber wir sind hier im Weißwasser. Da muss ich pingelig sein. Zug. Wo bist du? Da. Also, ein bisschen mit mehr Schönbaugeist, das Ganze. Ich sehe es halt auch nicht richtig. Moment. Nein. Ja, jetzt. Und jetzt gucken, ist das halbwegs parallel? Vielleicht ein bisschen näher ans Gleis ran noch, ein bisschen noch nach hinten. Wäre eigentlich fast noch schöner da hinten. Wisst ihr, was man sehr hinten hin? Jetzt habe ich plötzlich eine neue Idee. Aber jetzt geht es auch interessanterweise. Das haben wir doch vorher eigentlich versucht gehabt. Das ging ja nicht. Ist das parallel? Jawohl. Okay, das passt perfekt hier hin. Wenn hier die Züge durchfahren, sehr schön. Jetzt müssen wir schauen. Jetzt müssen wir da vielleicht doch mit dem Gleis noch ein bisschen weiter raus. Wo waren denn hier nochmal die Gleise? Hier. So, dass wir hier rüber gehen. Aha, das geht dann irgendwie doch nicht. Da haben wir ein Problem. Haben wir hier eine Weiche? Nein. Aber wir haben es ein bisschen in der Höhe. Ja, das ist die Steigung zu groß. Das leuchtet mir sogar ein. So müsste es eigentlich gehen. Aber wir lassen diese beiden Gleise für den Moment mal stehen. Wir brauchen ja das Depotgleis. Und dann gucken wir, was wir mit denen machen. Da können wir hier immer noch das Ganze ändern. Jetzt sind wir hier aber sowieso zu weit unten. Kommen wir hier noch in die Höhe, dass wir hier reinkommen? Oh, okay. Das wird schwierig. Da ist noch ein Gleis, ein Signal im Weg. Ja, das müsste aber schon irgendwie gehen. Wir sind hier halt so weit unten. Haben wir denn hier das Ganze bereits erhöht? Kann ich das auch nochmal wegnehmen hier, ohne dass ich das Depot abreiße? Ich kann. Nee, haben wir nicht. Guck mal, wir müssen hier in die Höhe. Okay. Hier müssen wir auch in die Höhe. Das haben wir jetzt. Da sind wir ein bisschen weiter oben. Gut. Wir gehen hier noch ein bisschen weiter rüber. Und jetzt sollten wir hier, glaube ich, den Schwung kriegen, dass wir hier reinkommen. Denkst du? Wenn wir ganz reingehen schon mal. Ja, geht nicht. Okay, da müssen wir was anderes machen. So, parallel. Und jetzt nochmal einen Versuch. Und dann geht's. Okay, dann gehen wir da rein. Da machen wir jetzt hier glatt noch ein Signal hin. Gleich daneben. Zack.
Sehr nett. Und dann haben wir hier ein Depot für Weißwasser. Und wir haben die halbe Stadt verwüstet, beziehungsweise das Umland. Das werden wir dann noch korrigieren. Und mit dem Gleis könnten wir ja, je nachdem, wenn es geht, hier unten durch. Dass wir einen Tunnel machen. Da könnten wir mit dem Gleis ein bisschen das Ganze absenken, soweit das geht. Das werden wir aber gucken, wenn wir es brauchen. Wir brauchen das im Moment sowieso noch nicht. Oder wir könnten natürlich auch alternativ in dieses Gleis rein mit der Strecke. Und dann hier mit Weichen darüber gehen. Das können wir uns ja auch mal noch ansehen. Oder sonst haben wir für den Moment jetzt hier einfach, ja, früher haben wir hier Depots hingestellt mit Prellböcken. Jetzt haben wir es mal so. Das könnte man eigentlich auch so stehen lassen, dass da einfach fertig ist. Da müssen wir aber Bäume und Co. hinstellen, damit das nicht allzu komisch aussieht. Ich würde sagen, das ist Zukunftsmusik. Das müssen wir nicht jetzt wissen. Und ja, liebe Leute, jetzt muss ich euch enttäuschen. Die Weiße Lady gibt es doch erst in der nächsten Folge. Das wird nicht mehr reichen. Definitiv nicht. Aber ich danke euch fürs Zusehen. Und ja, dann haben wir ja etwas, worauf wir uns freuen können. Morgen gibt es die Weiße Lady. Und jetzt bräuchte ich noch ein Züglein. Hier vorne fährt einer. Aber in die andere Richtung. Okay, wir gehen runter. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Bis morgen. Tschüss.